Wir machen weiter mit dem Juni. 50 Cent sagt, er schreibt ein Buch über Mobbing aus der Sicht eines Schulhofschlägers und damit möchte er zeigen, woher sowas kommt und dafür beitragen, dass es eine bessere Welt wird. 50 soll mal gute Musik machen. Ich bin der größte 50 Cent Fan der Welt. Ich hoffe, man sieht es auch an meinem Körper. Klar. Ja. Sag nichts Falsches. Nein, Mann, Quatsch. Ich will nur damit sagen, 50 ist King. Für mich gibt es keinen besseren Rapper auf der Welt als 50 Cent. Aber er verkackt es halt. Weil der rappt auch nicht. Sondern der ist auch chillt. Seine Songs sind immer. Scheiß Technik, der hat auch keine achtsilbigen Scheiß-Rhymes und so, Alter. Keine Ahnung. Und dabbelt da rum. Der hat seinen Swag, seinen Flavor. Weißt du, das macht einen Rapper viel mehr aus auch. So, am Rande. Weniger ist oft mehr. Buch? Mobbing? Blödsinn, Mann. Der wird das Buch gar nicht rausbringen. Der hat irgendwas getwittert und dann sind wieder News entstanden, Dicker. Der macht gerade diese SK, diese Street King-Kampagne. Hast du davon schon gehört? Das ist krass. Du kaufst diesen SK, diesen sowas wie ein Red Bull-Shot. Und für jeden SK, den du kaufst, wird irgendein Kind in Afrika halt mit Nahrung versorgt. Und das ist eine super Aktion gerade. Da habe ich auch viel mitbekommen. Mike Tyson macht mit, Floyd Mayweather macht mit und so. Das ist auf jeden Fall ein geiles Ding gerade. Und so eine Sache macht 50 gerade. Mann, aber Dicker, ganz im Ernst, der soll auch wieder mal mit Dre und Eminem ins Studio gehen und Get Rich or Die Trying 2 machen oder was. Ja, darum diese ganze, also wirklich, ich bin bei diesen Themen sind wir sehr emotional, weil das sind so diese Jugend, ich bin mit so einem Album nicht groß geworden. Ich scheiß mal auf Dings Fanta 4, Dicker. Also bei mir war es cool, Savage und später war es 50 Cent. Und so ein Ding, Alter, Mann, ich will nochmal Get Rich or Die Trying. Ich habe mir das vor einer Woche wieder bei iTunes runtergeladen. Mann, Alter. Diese Beats, Alter. 21 Questions, bester Song und das Intro. Das ist der erste Song einfach. Ey, Mann, Alter. Hör dir mal dagegen Dings an. Wie heißt das? Before Self-Destruct, so ein Müll. Massacre oder so. Massacre, Müll. Hat er sich selbst zerstört, würde ich mal sagen. Ja. Hat er so oft gemobbt oder was? Oder hat gemobbt, ich weiß es nicht. Hasenzähne. Ja, auf jeden Fall ein bisschen. Es war die Geschichte eines Schulhofschlägers und das sollte zeigen, woher das kommt und um was dagegen zu tun. Ja, ist gut. Wenn man da was macht, wenn die Kids heutzutage so oft gemobbt werden oder so, auch im Internet und so. Das heißt heutzutage, war das bei dir nicht so? Nö, geht. Also ich wurde immer gemobbt. Nee, ich war immer so ein bisschen der Schiedsrichter. Gut, ich war ja auch schon 18, als die anderen noch... Ich bin in der vierten Klasse. Von daher war ich natürlich der Älteste in der Klasse. Und das habe ich aber nicht ausgenutzt. Ich habe meine Späße gemacht, aber wenn es dann hart auf hart kam oder jemand anders so, da wirklich was, dann habe ich immer so, ey, Schiedsrichter, ich war immer noch immer auf der Seite von den Schwächeren. Das ist einfach so. Aber du bringst, von mir. In deiner Rap-Karriere bringst du ja auch gerne die ganze Zeit böse Sprüche über alles und jeden. Das ist ja auch in der Schule nicht anders gemacht. Ja, stimmt. Okay, manche Leute sind das halt so, wenn die so kein Selbstbewusstsein haben, dass das nicht schon treffen könnte, dann denkt man manchmal nicht so drüber nach. Kinder können auch sehr gemein sein. Ich bin ja auch immer noch so ein bisschen Kind. Ne? Sollte man ja nicht verlieren. Ja, tut mir leid an alle, die ich jemals gemobbt habe. Ja. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ja, lest einfach das Buch vom 50, okay? Der hat ein Buch über mich geschrieben. Ja. Blut gegen Blut 2 ist auf dem Index gelandet. Gut, das hat man vielleicht fast erwartet bei einem Massivalbum. Ja, das ist das Album vom Januar gerade, oder was? Februar? Ja. Okay. Ja, komisch, dass die eben alle so indiziert werden. Bei Massiv ist doch kein Wunder, Dicker. Also mit Massiv sollte ich nicht wundern, wenn sein Massaker Kalaschnikow in deinen Mund und dann nochmal ins Ohr. Du, bang, klick, klick, bang, Rap. Wenn da dann irgendjemand kommt und sagt, ist nicht ganz so gut. Aber so ist halt sein Swag. Ja, Ja Rule muss für 2 Jahre in den Knast, sitzt seit Juni wegen illegalem Waffenbesitz, wurde gemeinsam mit Lil Wayne verhaftet. Dann wurden nochmal 28 Monate wegen Steuerschulden draufgepackt. Ist doch auch so ein Thema, wenn man Rapper ist, oder? Nee, bei mir nicht, ich habe einen Steuerberater. Zum Glück, sonst wäre es halt ein dickes Thema. Genau. Gut, und Ja Rule, musikalisch nicht schlimm, dass er im Knast ist. Scheiß auf Ja Rule, Alter. Ich verkaufe mehr Platten in Deutschland als Ja Rule in den Staaten, Digga, ich weiß. Eminem, Buster und 50 haben Nagel in seinen Sarg gemacht damit. Nein, Ja Rule ist so ein Thema, Dicker. Was für ein Knast, Dicker. Was für ein Knarren, Dicker. Er soll Musik machen. Respekt für den Erfolg. Respekt aber für den Erfolg, den er nicht hat. Echt? Oh ja, ich hatte auch gerade Steuerprüfung. Ja. Und? Nee, ist alles gut. Also, kommst du durch? Ja, ich komme durch. Ist halt natürlich scheiße, aber ist halt so. Ja. Ich habe irgendwas falsch angegeben beim Finanzamt. Irgendeinen falschen Haken gemacht oder ein Kreuz. Was kann man denn alles absetzen als Rapper? Also Drogenutensilien, Kondome. Ich bin so blöd, ich bin so faul, ich mach das nicht mal. Ich muss damit anfangen. Ja, sollte ich mal tun.
Ansonsten. Du hast es ja auch, ist ja auch egal. Du ja, sonst zahle ich halt natürlich eine Menge Steuern so. Ja, aber ich habe ja auch eine lange Zeit vom Staat gelebt, ja. Von daher können die ein bisschen Geld zurückhaben, aber wir sollen nicht übertreiben. Ich habe ja auch nicht übertrieben. Greco und Babassat haben eigene, sind mit eigenen Labels jetzt am Start. Was geht alle, bei Greco? Alle haben eigene Labels, ja? Ja. Mies, ja? Cool, viel Erfolg. Alben haben wir gehabt im Juni. KIZ, Urlaub fürs Gehirn. Ja, fand ich gut. Vor allen Dingen, ich gehe dir fremd, ich gehe dir. Nicht, weil ich Fremdgeher bin, geiler Track einfach. Und dann halt der Track hier, Urlaub fürs Gehirn, war auch gut. Aber habe ich ein bisschen gehört. Auch gut, ist cool. Wobei ich einen davor besser fand. Aber so Lieder halt wie Ich gehe dir fremd, oder Fremdgehen heißt das Lied ja, Killer. Also echt ein ganz großer Hit. Also der Deutschrap-Hit, glaube ich, für mich des Jahres bis jetzt. Das war eine Aussage. Das war der Hit so für mich, der. Also bei den Hip-Hop.de Awards sollte man dann auf jeden Fall den Song mit dabei haben als beste Single. Ja. KIZ hat Urlaub fürs Gehirn gemacht. Alles super, Dicker. Hab ich alles nicht mitbekommen. Dass du nicht der Ober-KIZ-Fan bist. Nein, Mann. Ey, Dicker, nicht deswegen, Mann. Ey, KIZ denken jetzt bestimmt, ich hasse, Dicker, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt KIZ nicht leiden kann oder so. Ich verstehe bloß manche Sachen einfach nicht, aber ich bin auch nicht allwissend. Verstehst du? Gut, und ja, noch was Trauriges. Big Sal ist gestorben in dem Monat. Ja, krass, Alter. Kann er was zu sagen, glaube ich. Ja, das war halt mein alter Boss bei Schock damals und ist aber mit einer Freundin von meiner Mutter verheiratet und hat von klein auf mich halt aufwachsen sehen, hat dann mein Talent erkannt so, und hat mich unter Vertrag genommen und sehr traurig, dass dieses Jahr vor uns gegangen, am 15.06. am Geburtstag von meiner Schwester hat mir jemand über Facebook geschrieben, dass er nicht mehr da ist und ich konnte es gar nicht glauben. Dann hat er mir einen Link weitergeschickt von Leuten von uns von Schock damals und die haben das alle gepostet und ich habe da auch gleich meine Mutter angerufen, die war auch sehr geschockt und ja, rest in peace, Big Cell. Cracker Valley macht weiter und hält ihn in Ehren und er ist alle in unseren allen Herzen. Traurige Geschichte. Kann man nicht mehr zu sagen.